Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Runde EA Sports PGA Tour. Und ich möchte heute wieder ein bisschen Karriere spielen. Das heißt, wir werden in die zweite Runde bei der Q-School gehen. Aber zuvor, wir haben uns ein paar Skillpoints erarbeitet. Und die Skillpoints, die möchte ich heute ausgeben, um meinen Golfer mal wieder ein bisschen zu pimpen. Und mir geht es vor allen Dingen um das Short Game. Da haben wir festgestellt, dass wir gerade bei den Pitches oder auch hier bei den Bunkerschlägen ein bisschen ein Problem haben, was auch die Richtung angeht. Deswegen muss ich mir das jetzt gerade mal überlegen. Ich würde gerne hier bei Control, denn 4 Punkte haben wir. Und wenn wir hier die 2 Punkte investieren, dann kriegen wir hier für den Runner, Spinner und den Pick, den ich immer sehr, sehr gerne mache aus dem Bunker heraus, haben wir dann hier eine höhere oder eine bessere, ja, einen besseren Skill. Da sollte das alles ein bisschen besser werden. Das heißt, genau, Shot Shaping Ability and Short Games Type, genau. Increases the natural spin. Wir werden es einfach mal probieren. Wir werden das Ganze hier upgraden. So, dann haben wir nämlich auch ein bisschen mehr im Portfolio. Und jetzt ist die Frage, hier vielleicht noch Recovery. Und das würde uns nämlich auch helfen, weil hier steht es nämlich bei schlechten Lagen aus dem Rough oder im Sand, dass auch hier das etwas besser, auch was die Distanzen angeht, läuft. Oder wir machen eben hier Accuracy und das kostet uns 2. Jeweils 2. Nein, ich würde einfach mal gerne da unten das Ganze hier voll machen. So, dann schauen wir mal, ob uns das ein bisschen hilft hier im Short Game, weil wir ja da als nicht ganz so gut liegen. Wunderbar, dann lasst uns jetzt einfach in den Karrieremodus starten. So, und 2. Tag Q-School im Bay Hill Club. Der Kollege hat wieder schicke Klamotten für den 2. Spieltag an. Und wir starten Bay Hill Club and Launch in Florida, Orlando. EA Sports and the PGA Tour are proud to bring you this showcase of the best young players in the world of golf. From Arnie's Place, Bay Hill Club and Lodge in Orlando, today it's second round coverage of Q School. But if we see more of what we witnessed yesterday, we're in for a heck of a battle these next 3 days as we show you the current leaderboard here on this Friday. We've got a tie at the very top at 4 under to this point. Included among them is the golfer we'll be watching, as this should prove to be a compelling round of golf. So, heute sind wir also am Nachmittag dran, 3.24 Uhr. Wir schlagen zur 2. Runde ab, stehen an der 1 und sind bei der Q-School für die Korn Ferry Tour. Und wir haben jetzt ein paar 4 mit 445 Yards. Der Wind kommt von rechts, also müssten wir gar nicht so viel machen. Wir schauen mal, er Wind, lass mich nochmal kurz gucken. Ja, der müsste uns doch hier schön das Fairway, den Ball runtertreiben. Sehr schön. Gut, ich wünsche uns allen ein schönes Spiel und eine spannende 2. Runde hier im Bay Hill Club and Lodge. Ja, das sieht jetzt erstmal ganz gut aus. Der Drive landet im Fairway. Yeah, that's a beauty there to get this second round underway. Sehr schön, 156 Yards noch bis zum Stock. Second shot coming up. Let's check in for the first time with Notabegay the third. He's got 142 yards to the front, 156 to the hole, sitting in the front left hole location. So, der Wind kommt von rechts. Er schlägt uns ein Eisen 8 vor. 161 Yards, 167. Wir werden den Ball auf jeden Fall höher anspielen. So. Und dann? Ja, der Wind dürfte nur rüber treiben. Ja, geht über den Stock, aber er müsste doch hoffentlich schnell liegen, zum Liegen kommen. Ja, komm, bleib liegen. Sehr schön. Well, it's not the worst shot I've seen, but look where the flag is. It's in the front and the ball's in the back. Switch it around, not so bad. Okay.
Ein kleines bisschen, aber das ist jetzt natürlich wieder extrem hier, die Breaks. Extrem. Er kriegt natürlich dann ein bisschen Speed mehr, also ziehen wir jetzt mal hier ein bisschen raus, dass er mir nicht zu sehr übers Loch hinausläuft. Ja, 2,5. So, und jetzt kriegt er noch. Aber kommt er hin? Kommt er hin? Gerade so. Doch ein bisschen zu wenig. Ja, das Ganze ist eben. Jetzt schauen wir mal, ob das hier passt. 5 Fuß. Okay. Linke Lochkante hat gepasst. And he'll remain one shot back. Back to the second hole here at Bay Hill, Frank, long par 3. And that green slopes so much from right to left, so you can actually use the contours of the green here. Back to the action here at the Bay Hill Club and Lodge. Second hole, it is a pretty demanding par 3, Frank. Goal really is to just carry that front bunker or sneak it a little right of that and try and cheat it around. Okay, da haben wir wieder ein berühmtes Par 3, wo wir uns ja immer ein bisschen schwer tun mit der Länge. 245 Yards, da möchte er natürlich. So, und es ist 12 Feet weniger. Okay, und da hat mir jetzt jemand geschrieben, ich soll praktisch... Ah, das hat mit dem Wind zu tun, okay. Okay, dann schauen wir mal wieder, wie es da vorne aussieht. Der Stock ist da. Natürlich wäre jetzt ein Draw nicht verkehrt, aber ein Wood auf keinen Fall. Das Hybrid hoch angespielt mit dem Draw. Eisen 4 ist zu kurz. Ja, okay. Wir werden den hoch anspielen und hoffen, dass uns der Draw den Ball noch ein bisschen reindrückt. Ja, der wird wieder drüber hinauslaufen, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der liegen bleibt. So, dann werden wir jetzt gleich mal sehen, wie gut unsere Pitches und Chips jetzt sind. Ein Pitch, es geht ein bisschen bergab. 12. Okay. Okay. Ein bisschen höher anspielen. Missed the green at the par 3. No problem. That is in from off the putting surface for an unlikely 2. Ja, das sieht ja fast so aus, als hätten wir unsere 4 Skill Points gut investiert. This is a hole where you do not want to miss left. 434 yards and plenty of water. Don't look left, don't hit it left, don't play left, don't go left. So, jetzt mal einen kurzen Schluck hier aus der Flasche. Aus der Getränkeflasche für die Runde. Wir haben ein bisschen Gegenwind. 401 Yard. Wir müssen hier einfach nur sauber ins Fairway kommen. Einfach nur sauber ins Fairway, ohne groß. Aber wir können ein kleines bisschen drehen, damit er ein bisschen läuft. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Damit, glaube ich, können wir zufrieden sein. Just what you want at this point in the round. You're trying to find a rhythm. Hit fairways, hit the middle of the club face. That's what they did, right there. From the fairway, Noda, this is second. 156 yards left to the hole. Pin sitting back right. 156 Yards. Eisen 9 wäre deutlich zu kurz, aber der Wind treibt ihn rüber und wenn er hier aufkommt, springt er nach links.
Vorhin war das Eisen aber, glaube ich, auch zu lang, ne? Okay. Okay. Ja, die Richtung ist mal nicht verkehrt und springt er noch ein bisschen nach vorne. Ja. Jo, 11 Fuß. Safely on the green and a birdie chance. This is an 11-foot putt. Also die Chance ist definitiv da. Es geht berghoch, aber wir haben nicht viel Break, so wie es aussieht. So, was haben wir nochmal? Ein Inch. Dann müsste das doch hier eigentlich reichen. Ein kleines bisschen bricht er. Er wird etwas brechen. Nicht viel. Es darf nicht viel sein. Nicely done. Things looking good early. That's birdies at 2 and 3. And he moves to 2 under for his round, 6 under for the tournament. Rich Lerner with Frank Navarro back at the fourth hole. It's par five, the first one on the golf course, and Frank, a really good scoring opportunity. It certainly is. Two bunkers down the left. Just want to keep it inside that. If you flare it a little right, there's a hazard that just sneaks up on you. So, wir schauen jetzt mal, wie es dann gleich aussieht auf dem Leaderboard. Mit den zwei Birdies haben wir auf jeden Fall diesmal einen wesentlich besseren Start als in der ersten Runde. So, Leaderboard. Ah ja, okay, die Kollegen halten gut mit. Das Feld ist relativ dicht beisammen, minus 4, minus 3. Aber die ersten sind schon an der 16, 14. Okay, von den Kollegen sagt mir keiner was. Außer Ryan Kelly natürlich. Gut, minus 5 hat er heute gespielt. Der hat hier richtig was vorgelegt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Wir müssen wieder aufpassen, weil hier haben wir definitiv das Bäumchen hier davor. Und wir werden hier natürlich Richtung rechtes Fairway gehen und den Ball ein kleines bisschen reindrohen, damit er dann hoffentlich am Fairway entlang rennt. Das sieht gut aus. Das sieht erstmal ganz gut aus. Beautiful tempo to that swing, and this is going to wind up squarely in the fairway. Yep, da darf er sich freuen. Now, from just under 300 yards, a second from the fairway at the par 5. So, das Ganze ist ein Par 5 und deswegen hier der Transportschlag mit dem Hölzchen. So, jetzt müssen wir hier irgendwie über den Bunker, ne? Okay. Well, just a good solid shot right there with that 3-wood, Frank. It's an aggressive layup, really trying to force that 3-wood down and get it as close as possible to the green. That's two good shots if you can't reach the par 5. Ja, ein Pitch ist jetzt eigentlich witzig. Ja, den müsste man dann schon hoch anspielen, aber wenn er zu kurz ist, landet er im Bunker. So, wir machen... Ja, der Flop ist zu kurz. Wir brauchen den Long Flop. Und zwar auf jeden Fall hier rechts vom Stock, damit er uns nicht links abhaut. Ja, und er darf auch ruhig ein bisschen weiter nach hinten, weil es geht ja an den Berg... Okay, wir werden versuchen, dass wir den so hinbekommen. Oh ja, er fliegt. Oh ja. Oh. Ja, er fliegt jetzt eigentlich dahin. Ja, und er ist auch ordentlich von der Richtung nicht zu sehr abgewichen. Naja, okay. Das machen wir dann doch lieber mit dem Texas Wedge Fringe. Ja, das sollte eigentlich kein Problem sein. Es ist leicht bergab. So, wir gehen ein bisschen leicht bergab, aber das Ganze kommt halt von links. Es sind aber nur 23 Fuß.
Ja, die Gefahr besteht wieder, dass er natürlich dann hier nach rechts dann abhaut. Okay. Ja, knapp vorbei. Was sind's? Zwei Fuß ist okay. So, jetzt müssen wir natürlich wieder ein bisschen aufpassen. Linke Lochkante, dass der uns nicht... Ja, okay, weil wir wollen keine Boogies spielen. Ja, keine Boogies, es soll immer schön nach vorne gehen. Platz 2, beziehungsweise geteilter Erster. A lot of the times that's predicated by the wind, Rich. If you've got a trailing breeze, driver is very much in play. Otherwise, just poke a little iron down the right side. Ja, da haben wir, glaube ich, in der ersten Runde ein ganz gutes, da hatten wir eine gute Chance zu einem Birdie. Jetzt steckt, da steckte die Fahne aber auch, glaube ich, vorne. Jetzt steckt sie weit hinten. Und da haben wir genau das Thema hier mit diesen Bunkern, dass wir da eigentlich nicht rein wollen. Und wir wollen auch nicht zu weit, damit er nicht hier in die Bäume rennt. 250. Okay, der Wind. Okay. Dann schauen wir mal, was er tut. Ja, das sollte doch eigentlich passen, dass der hier schön sauber Mitte Fairway reinrollt. Yeah, this is not the biggest of fairways, so that is a good shot here at 5. Ja, das war nämlich genau hier zwischen die zwei Bunker im Prinzip. Now, note, ja, wir sehen es ja hier auf der Karte. 145 yards left. Wind definitely hurting in his face. Eisen 9, aber wir haben Gegenwind. Okay. Dann gehen wir hier ganz rüber. Okay. I like the looks of this one. Ja, damit können wir zufrieden sein. And more importantly too, a green in regulation, so birdie chance. Naja, Birdie Chance ist jetzt hier natürlich auch wieder ein bisschen übertrieben. Es ist eben, insofern passt es schon, aber es ist natürlich wieder hier die Geschichte mit... So, jetzt muss ich mal überlegen, vorhin war es wieder zu viel. Da ist er uns auf 11 Fuß, da ist er uns links übers Loch gelaufen. Okay. Versuchen wir es mal ein bisschen weniger. A good read. It's a birdie here at 5. And with it, he'll take over the top spot on the leaderboard here on this Friday. The par 5-6, this is the signature hole here at Bay Hill. How important, Frank, is the line off of this tee? Because if you hit it well, but you hit it a little too far left, you're probably going to be wet. There's a big pine tree down there on that line. 260 yards gets it to the fairway. You've got to know exactly how far you carry that driver. Otherwise, you've got no idea which line to take. So. Aha. Wieder ein Daily Quest. Jetzt müssen wir nochmal schauen. Genau, das war dieses Par 5. Und wir müssen da eigentlich nur hier rein. Und die Sache ist ja die, dass wir Rückenwind haben. Wir haben Rückenwind. So, wir gehen dann doch hier auf den Bunker, weil der Ball muss ja auf jeden Fall. Aber wir drohen, dass er dann doch ein bisschen die Kurve macht. Weil er muss auf jeden Fall Carry rüber. Ja, das war, glaube ich, genug Speed. Ja. So, und er läuft Richtung Bunker ein bisschen links runter. Das passt. Ja, da muss man immer erstmal trocken rüberkommen. Okay, jetzt will er hier den zweiten. Wo steckt denn die Fahne? Oh, die steckt ganz da hinten. Nein, das machen wir gar nicht.
Das haben wir auch das letzte Mal, glaube ich, nicht gemacht. Und dann machen wir einen schönen Pitch mit dem Hybrid. Okay, der Wind wird ihn nach dort rüber treiben. Okay, das heißt, wir müssen dagegen arbeiten. Wenn es blöd läuft, rennt er uns in den Bunker. Aber wir wollen definitiv nicht, dass er hier ins Wasser rennt. Ja, Wasser wird es definitiv nicht. Es sieht eher nach Bunker aus. Ah, bleibt kurz davor liegen, das ist gut. Dann können wir schön pitchen. Ein Pitch. So, jetzt müssen wir nochmal schauen, wie verhält sich das Grün, wenn er aufkommt. Dann wird er tendenziell nach links rennen. So, 48. Wir machen 40. Ja, okay, 41, damit er auch ein bisschen rollen kann. So, er wird doch hoffentlich jetzt rollen. Ja, das ist gut und das sieht nach einem Birdie aus. Two good shots on this par 5 leaves that simple little chip and that was beautifully played. Let's see if he can knock this in. It's for birdie. Ja, es ist wie immer, es sieht nach einem Birdie aus, aber das muss man auch erstmal spielen, weil wir haben natürlich jetzt wieder das ziemliche Break hier. Yeah, that's good putt. A birdie here at one. And that's gonna move him to 8 under. Ja, das läuft ganz, ganz anders als am ersten Spieltag. You know, when the pros get up on a par 3 like this, they'll say very simply, this is a good par 3. And it is. Requires everything you have at 199 yards. Well-struck shot. That's all it's about. Sehr schön. So, jetzt sehe ich hier gerade jede Menge Zuschauer um uns herum und es wurde gefragt vom... Augenblick, jetzt muss ich schauen. Wer hat denn gefragt? Der David Scheifele hat gefragt, wie viele Zuschauer dürfen denn bei einem Spieltag dabei sein? Naja, gut, also es ist ja jetzt so, ich wüsste jetzt halt, ja, im Endeffekt, was der Veranstalter reinlässt. Ich meine, so ein Golfplatz ist groß, der hat über 100 Hektar in der Regel und da ist jede Menge Platz und das verläuft sich ja auch. Also da kann jede Menge Personal oder jede Menge Zuschauer rein. Ich meine, ein Spezialfall ist natürlich immer Augusta, das Augusta National mit dem Masters. Da gibt es natürlich, da darf man nicht rennen, sonst fliegt man gleich vom Platz und man muss da so Klappstühle haben und ja, diverse andere Dinge. Aber wenn man jetzt einmal überlegt, ich weiß es jetzt gar nicht. Also ich meine prinzipiell, Scottsdale an der 16, das Par 3, dieser Stadium, ich bin mir da nicht sicher, aber da passen einige 10.000 eigentlich rein. Also, wie gesagt, das ist ja so, dass man auf dem Platz bewegt man sich ja. Man kann ja dann selbst entscheiden, ob man mit dem Spieler mitläuft oder ob man ja sich irgendwo ans Grün von der 16 setzt und dort einfach guckt, wie sie alle vorbeikommen. Das ist ja dann völlig frei. Es gibt ja auch diese Tribünen und die meisten von diesen Tribünen sind auch frei. Da gibt es jetzt keine reservierten Sitzplätze, sondern da geht man einfach hoch, setzt sich hin, wenn Platz frei ist und geht halt wieder, wenn man was anderes sehen möchte. Natürlich gibt es die eine oder andere VIP-Tribüne an der 18 oder so. Da ist natürlich dann, da kommt man dann nur mit entsprechender Eintrittskarte rein. Aber da die meisten Flächen und die meisten ja, Stellen sind ja völlig frei und da kann man sich hinstellen. Man sieht es ja auch links, rechts. Das Publikum steht ja, wo es gerade möchte. Natürlich ist immer ein bisschen abgegrenzt, damit die Leute natürlich nicht aufs Fairway laufen. Und dann kennt man das ja auch. Dann gibt es diese speziellen Gänge, wenn es eben dann doch Stellen gibt, wo die Zuschauer die Fairways kreuzen müssen, dann wird auch normalerweise diese Kreuzungsstellen immer an den Rändern links und rechts erstmal abgesperrt mit einem Seil, bis die Spieler durch sind und dann können die Zuschauer da hin und her laufen. Man sieht es dann auch immer an den Spuren, dass es natürlich dann immer eine dunkle Stelle hat im Gras. Also ich kann es dir jetzt nicht sagen, man müsste mal schauen, aber ich sag mal so bei einem Ryder Cup, da sind schon über 100.000 Zuschauer definitiv. Also der Platz ist da und die Zuschauer gehen da auch dahin.
Und da mache ich mich auf jeden Fall dann nochmal schlau und schau mal, was da so bei den letzten Veranstaltungen Zuschauer waren. Aber jetzt so direkt eine Begrenzung wegen Überfüllung geschlossen oder so, das kenne ich jetzt eigentlich so nicht. Denn wie gesagt, ein Golfplatz hat ja jede Menge Fläche und Platz. So, wir stehen gut da im Moment mit 4 unter. Das Leaderboard zeigt uns auch, dass wir mittlerweile führen. Ryan Kelly hat seine 5 unter beibehalten. Minus 5, minus 4. Also im Moment sieht es sehr, sehr schön aus. Und ich denke auch, dass wir den Cut hoffentlich schaffen werden, wenn wir es jetzt nicht völlig verbocken. 195 Yards bis zu diesem Par 3. Bis zur Fahne. Der Wind drückt uns den Ball natürlich in die falsche Richtung. Ja, eigentlich müssten wir den hier mit einem Fade schön reinspielen. Das werden wir aber auch auf jeden Fall tun. Wir werden hier über links reinkommen und den reinfaden. Aber ob wir das mit dem Eisen 5 machen? Der Fade kommt ja auch ein bisschen schneller zum Liegen. Faden und ein bisschen höher anspielen, damit das Eisen ein 6er. Ein 6er ist jetzt interessanterweise gar nicht so viel. Also ich habe eigentlich 191 mit dem 6er und 202 mit dem Eisen 5. Also wir versuchen es mit dem Eisen 6 und wir werden den kräftig hier reinfaden. Und dann sollte er doch relativ schnell zum Liegen kommen, hoffe ich doch. Der Wind drückt den Fade ein bisschen weg. Ja, er wird hoffentlich auf dem Grün liegen bleiben. Ja, das tut er. Aber zum Stock ist er auf gar keinen Fall gelaufen. That one safely on the putting surface. So, dann muss das Ziel natürlich jetzt wieder sein. Lot of green to travel here, but this is for birdie. Ja klar, ist immer für Birdie, aber bei dem Break 64 Fuß, Ziel muss es sein, dass wir auf jeden Fall den Ball zum Stock bringen, 11 Inches. Und dann machen wir hier definitiv 3 Kästchen weniger. Ja, der wird am letzten Stück wird er rennen, aber es ist auch so, dass man da hinten sieht, dann geht es auch wieder einen Berg hoch. Okay. Ja, machen wir wieder 3. Ja, das ist schon extrem. Und der wird dann auf jeden Fall zum Loch hinrollen. Gut, also 3,5. Es ist natürlich auch über die Länge gesehen, macht er natürlich einen ziemlichen Bogen. Er kommt ja da oben gar nicht hin. Sondern er wird ja ziemlich früh dann auch nach rechts rüber gehen. Oh ja, er bricht sehr früh nach rechts und er rollt. Ja, die Länge ist auch bescheiden. 9 Fuß, da haben wir noch ganz schön was vor uns. Das ist ein richtiger schöner Wadenbeißer. This from about 10 feet. Und es geht auch ziemlich hoch. Und wie man sieht, haben wir auch das Thema, dass er zuerst ein bisschen nach links bricht und dann vorne wieder nach rechts. Ja, wenn er langsam wird, bricht er halt mehr nach rechts rüber. Okay, 2 Inches. Im Prinzip wird er am Anfang gerade auf die Gerade kommen und dann wird er nach links rüberbrechen. Nach rechts. Ja, so vielleicht. Schwer einzuschätzen. Ja. Schade. Ein 3-Putt. Da haben wir uns jetzt doch den 3-Putt nochmal eingefangen. Ja, es war halt echt ein schwerer Putt von da oben runter. So. That one in. It is a bogey here at the 7th.
Ja, da hätten wir 4,5 Kästchen eigentlich machen müssen. Erstaunlich, dass er sich jetzt so gefreut hat fürs Bogey. Let's move on to the 8th and Frank, what's ahead here? Big par 4, just over 450 yards. Ideally, you want to get it down by that bunker where it's nice and flat, because that second shot, you know what's coming up. Ja, der zweite, aber das hilft uns, weil die Fahne hinten steckt. Haben wir ein bisschen Platz zum Anspielen. So. Auf jeden Fall wollen wir nicht in den Bunker, deswegen spielen wir hier einen Fade. Und der Wind wird uns dabei helfen. Yep, sehr gut. No issues here. That is into the fairway. Ja, wir hätten den ein bisschen flacher spielen können, damit er noch ein bisschen rollt. Aber nun gut, was haben wir? Ein Eisen 7. Okay, ein Eisen 7. Hm. Hm. Ja, zu wenig darf es halt auch nicht sein, sonst wird er nass. Ja, der ging ja sofort rechts rüber, habe ich so den Eindruck. Der ging sofort rechts rüber. Die Länge ist gut. Und er rollt auch noch ein bisschen hin zum Stock. Ist okay. Good shot. Inside 20 feet, I would imagine. So a good chance, really outside chance for birdie. Note this for birdie. And players have a option to take less break by increasing the speed here. Genau, das ist jetzt wieder die Frage. Ja, weil er einfach wieder ein bisschen länger rollt. Können wir? Nein, schade. Just gonna sneak on by. Ja, jetzt habe ich dann doch wieder ein bisschen Speed rausgenommen. Habe mich nicht getraut. Ein bisschen flotter hätte es gepasst. Okay, back in for par here at the 8th. And this will remain a 3-shot lead. Wie war's? Oh, der Kelly hat 69. Dann hat er noch 2 Schläge verloren. With a lengthy par form, what's the key, Frank? Well, the hole's relatively flat, but the rough on the right comes into play. If you can carry that ball 300 yards, then just take it in over the bunker. So, sehr schön. Ja, da müssen wir uns jetzt wieder Gedanken machen, wie wir das am geschicktesten machen. Logischerweise, der Wind geht wieder in die andere Richtung. Ja, und dann ein bisschen dagegen arbeiten. Und jetzt machen wir den ein bisschen flacher. He just keeps motoring right along. Another good tee shot right there. Sitting up in the fairway now, 180 yards away. Ja, ich schaue jetzt gerade mal hier ein bisschen ins Internet. Also 2021 waren pro Tag ca. 40.000 bis 50.000 Zuschauer beim Ryder Cup. Also pro Tag. So, ansonsten sieht man jetzt nicht allzu viel. Ja. Also das kann man so ungefähr rechnen. 40.000 bis 50.000. Man muss natürlich auch sagen, dass der Ryder Cup jetzt auch wieder was ganz Spezielles ist. Ist natürlich auch immer die Frage, was für eine Veranstaltung, was für ein Turnier. Und der ein oder andere hat ja schon gesagt, dass Scottsdale, natürlich TPC Scottsdale, die Veranstaltung mit dem Stadium Course, dass das schon was ganz Besonderes ist. Und da auch viele Leute natürlich, Studenten auch hier aus
aus Scottsdale da halt auch hinfahren und sich da dann auch einen schönen Tag machen. Soll heißen, halt auch ein bisschen mit Alkohol und dass da halt wirklich die Party gefeiert wird. Und das ist natürlich auch ein spezielles Event, was natürlich dort viele, viele Zuschauer eben auch anzieht in den USA. Aber wie gesagt, bei anderen Turnieren und ist natürlich auch immer eine Frage letztendlich auch der Eintrittspreise. Es gibt natürlich auch Turniere, die sind verhältnismäßig günstig. Aber für so ein Augusta, da zahlt man dann schon 1,80 €. Gut, also hoffe ich, dass da trotzdem jetzt so einigermaßen die Frage beantwortet ist. Also 40.000 bis 50.000 Zuschauer, das ist ordentlich. Ja, ja. Jetzt schauen wir, dass wir hier für die Back Nine gut gewappnet sind, damit wir hier auf den Front Nine hoffentlich jetzt kein weiteres Bogey mehr spielen. Denn das Leaderboard zeigt uns aber drei Schläge Vorsprung. Ryan Kelly hat tatsächlich zwei Schläge noch eingebüßt. Die 69, eine 70, eine 69. Okay. Dann wollen wir doch schauen, dass wir das jetzt hier ordentlich noch fertig spielen. Jetzt muss ich gucken. Der Wind kommt natürlich wieder von links. Natürlich kommt er immer noch von links. Wir haben 184 Yard und es geht ein bisschen bergauf. 184, ein Eisen 6 oder ein Eisen 7? Er schlägt mir ein Eisen 6 vor. Jetzt überlege ich gerade, wie waren wir da vorhin? Wenn wir das Eisen 7 nehmen und dann dagegen drücken. Dagegen drücken. Dann müsste er doch da zum Liegen kommen, denke ich. So, versuchen wir es mal. Ja, geht Richtung Stock. Er wird auch aufs Grün kommen. Ja, okay, er liegt ordentlich. Es ist ordentlich. Look here at birdie. And putt coming up a ridge. One you might have to hit a little firmer to take some of the breakout. So, es geht wieder berghoch. Es geht wieder berghoch. Am Anfang tut sich nicht allzu viel, aber dann hinten raus, da wird es dann wieder kritisch. Ja, okay. Kommt er rum? Ja. Ja, gegen Schluss ist er dann richtig links weggebrochen, weil er zu langsam wurde. So, okay. Also, Freunde, hier werden wir doch, denke ich, so wie es aussieht, auch das Paar spielen. Okay, 4 unter Paar für die ersten 9. And that's gonna be a 3 under 33 on this front side. So, wir führen mit 3 Schlägen und gehen dann auf die Back 9. They held not overly long, just 400 yards, but the emphasis is on accuracy off the tee. That's absolutely crucial. Put it in play in the right spot. You'll have a chance to get out of here with a birdie. Jo, das ist die 10, aber die werden wir heute nicht mehr sehen. Die sehen wir dann im nächsten Video. Ihr wisst ja Bescheid. Das soll es für heute gewesen sein. Die Front 9, zweite Runde. Korn Ferry Tour Q School. Wir liegen gut im Rennen, haben uns deutlich verbessert. Zumindest auf den ersten 9 haben wir deutlich besser gespielt als in der ersten Runde. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, für das Zusehen. Und wenn es euch gefallen hat, dann schreibt mir doch bitte einen Kommentar und lasst mir doch ein Däumchen da. Und wenn ihr mehr von diesem tollen Spiel sehen wollt und auch von dieser Sportart erfahren wollt, dann würde ich mich voll über ein Abo freuen. Denn dann verpasst ihr auch keins mehr der zukünftigen Videos. Ich sage recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch weiterhin ein schönes Spiel. Und wir sehen uns dann in Kürze zu den Back 9.